Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, wir haben eine Freundin, unsere schöne Kaya und ich, also wir, der Spieler. Also, so nicht. Ja, unser Held, die sind jetzt ein Liebespärchen und ich freue mich so, eine wunderbare Freundin haben zu dürfen. Wirklich, also jetzt aus Sicht vom Helden, ne? Und bin sehr stolz darauf, sie als meine Freundin haben zu dürfen. Und nichts auf der Welt, nichts in ganz Magalan kann sich zwischen uns stellen oder uns irgendwas Böses tun, weil solange wir beide zusammenhalten, ist alles super. Gut, das mal zu dem. Wir müssen uns wieder ausrüsten. Mir gefällt zwar das Style, das er so hat, aber ja, das ist so gesehen wie nackt. Das wollen wir nicht sein und deshalb ziehen wir uns wieder an. Wir haben das Amulett. Den Ring, wir brauchen nur noch den Erzberserker-Dings, Hose, Rüstung und Helme. So, sehr gut. Jetzt sind wir wieder ein fescher Erzberserker. Also nicht, wir sind nicht nur einer, wir schauen auch so aus. Und da wir jetzt quasi eh einen, unter Anführungszeichen, Umweg gemacht haben, indem wir wieder in unserem Lager sind, können wir auch gleich bei den Berserkern vorbeischauen eigentlich und gehen gleich zum Berserkerlehrer, der uns hoffentlich unsere gewünschten Sachen beibringen kann. Dazu müssen wir jetzt zur Hotelruine, dann werden wir einfach uns wieder per Jetpack runtergleiten lassen zu dem Mana-Schrein dort, ne? Ja, so werden wir das machen. So, da sind wir auch schon. Unsere hübsche Kaya begleitet uns natürlich. Da-da-da, da-da-da. So, der war jetzt wo genau? Da unten irgendwo, ne? Heureka! Ich hoffe, ich verdumme mich da drüben. Ich habe mich fast verdammt. Da drüben war der her, ne? Ja, ich bin falsch abgesprungen, jetzt von da unten. Von da oben runter müssen, aber egal. So, bist du das? Na, nur eine Wache. Dann ist er da drinnen. Hallo. Kaldrim. Bring mir was bei, bitte, ja. Bring mir etwas bei. Gut. Und zwar, wir möchten gern Spruch der Heilung können. Ja, bitte. Dann haben wir gesagt, Spruch Aspekt Krieges. Und die Lederhaut. Passt. Wir haben keine Lernpunkte mehr. Brauchen wir auch nicht. Hauptsache, wir können diese Sachen. So, das bedeutet auch, dass wir... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Bla, bla. Das war hier, glaube ich, ne? So, fällt das hier drunter? Ich glaube schon. Gesundheit 75. Da haben wir zweimal Heilung. Das ist ein Item, ne? Deshalb. Zauberspruch. Zauberspruch? Echt jetzt? Fällt das alles unter Zauberspruch, ne? Na schön. Wo ist dann die Berserker-Geschichte? Weiß man das? Müsste das sein, oder? Warte mal ganz kurz. Spruchheilung kann. Gesundheit 50, Magie so und so. Jawohl, passt schon. Weil das ist nur eine Spruchrolle eigentlich, ne? Das eine. Da hätten sie halt schön. Da. Das ist, glaube ich, eine Spruchrolle, oder? Und das ist unser Heilzauber. Es ist eigentlich eh wurscht. Fangen wir mal mit dem an. Wenn er stärker ist, ist er halt stärker. Macht ja nichts. Ich würde sagen, hauen wir den mal dahin. Und Aspekt des Krieges. Wäre gut, eigentlich hier hin zu platzieren. So, probieren wir das mal aus. Ich hoffe, dass das... Das ist schon mehrmalig zum Verwenden, oder? Das ist jetzt nicht mit einmal weg. Na, ist einfach nur ein Buff, ne? Ja, das ist ein Buff. Fertig. Das passt. Das passt mir sehr gut. Dann werde ich das noch schnell anders einordnen.
Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen halt verlassen? Gosch. So. Ich hab's gesagt. So. Körperschild ist das verkehrte. Lederhaut wär's noch gewesen. Das möchte ich auch ausprobieren. Ob man zwei Buffs auf einmal haben darf. Das wäre auch sehr interessant. Und hier noch den kleinen, also den Mana-Trank hier hin. So. Das würde mich jetzt auch brennend interessieren, ob wir beides haben dürfen. So, jetzt nochmal die vier. Tatsächlich, es... Das geht so nicht. Das geht so nicht. So nicht. Daraus wird nichts. Aha, also beide, also weil das andere noch aktiv ist sozusagen. Wir dürfen beide Buffs oben haben. Das freut mich. Das freut mich sehr. Jetzt probiere ich nochmal den Dreier aus. So nicht. Aha, geht nur entweder oder. Das geht so nicht. Okay, entweder oder. Dann bin ich, glaube ich, gewillt eher auf Kampfkraft der Welt zu gehen. Nahkampf mehr. Ach, ist wurscht. Ich lasse das mal so heraus, wie wir es haben. Und gut ist, glaube ich. Gut. Dann porten wir uns wieder zurück. Hierhin. Wobei hier runter ist schon Beta. Es ist Beta, verstehst du es besser? Weil da haben wir auf dem Weg zur Insel dann vielleicht noch ein paar Viecher, die wir klatschen können. Nicht Was? Gut. Von drüben her nicht fertig sein. Warum? Das ist nicht gut. Alles fein? Alles super. So. Alles fein, Schatzi. So. Aber irgendwas frisst da, oder? Zumindest würde ich sie so anhören. Oh, da ist jemand. Hallo! Zack, zack. Die sind fertig. Die sind alle fertig. Danke, Schatzel. Das hast du fein gemacht. So. Ein Beißer. Okay. Noch ein Beißer. Gott sei Dank dürfen wir die noch looten. Gibt es da oben noch mehr von diesen Deppen? Schaut nicht aus, aber vielleicht haben sie ja was von Wert. Klebeband zumindest, ja. Schlafsack brauchen wir dabei nicht, aber hier ein Heiltrank. Da haben wir eine Assel. Eine Felsassel, da brauchen wir das Fleisch. Haben wir hier irgendwas? Nö. Da wäre noch ein Klebeband. Ein Jagdbogen. Holla, die Waldfee. Okay. Eine Öllampe, ein Krügelchen. Guter Teller. Noch ein guter Teller. Und noch ein Krug. Viele Krüge. Ganz viele Krüge. Sogar gutes Messer. So viel Geschirr. Aber praktisch wäre so eine Tasche schon, oder? So eine endlose Tasche, wo du wirklich alles reinschmeißen kannst und nichts mit kaputt beim Transport. Stell dir mal vor, du ziehst um und hättest so eine Tasche. Alter, das wäre voll cool. Und vor allem wird sie niemals schwer. Ein Bürosessel. Ich dachte, wäre es zum Looten. Ah, ja. So, mal kurz die Füße stillhalten. So. Kaya, meine gute, kleine Energiespeicher. Die Kaya wollen wir nicht looten. So. Ja. Dann haben wir hier oben vielleicht noch was, außer dass wir die... Ah ja, da drüben. Also bei aller Liebe, das sind hier Geräusche, ne? Upsala. Komisch. Aha, das geht nicht. Okay. Das war jetzt gerade wie eine Wand. Jawohl, Wein. Reines Elix und dann speichert er. Na, das war jetzt gerade zufällig so, ne? Schlafsäckchen, Mana-Trank, Klebebandel. Also hier hat man genug Schlafsäcke, ne? Wenn da jetzt noch ein
Ein Teleporter wäre, könnte man ständig... Ich komme nicht mehr durch. Die Straßen sind komplett dicht. Überall Leute. Was ist das? Da hinten hat sich ein Mob zusammengetan. Was? Das sieht übel aus. Ich muss Schluss machen. Ui, eine Truhe. Eine verschlossene Truhe. Ein Mob, okay. Naja, vielleicht ist er ja daran verstorben, an dem Mob. Das war aber nichts. Ja, Entschuldigung. Nein, das war zu viel. So, zwei. Nur einer. Dann hier zwei wahrscheinlich und da der letzte. Richtig. Zu einfach. Naja, zu einfach würde ich es nicht sagen, aber geht. Lebenssaft, ein Steam. Den werden wir natürlich nicht verwenden werden, weil wir wissen ja, wir kriegen natürlich weniger Erfahrung. Große Elixitbeutel und Sprengraketen. Nehmen wir selbstverständlich alles mit. Dafür können wir die Steams wunderprächtigst verkaufen. Unglaublich. Dieses Ungeziefer. Dafür können wir, wie gesagt, diese Steams wunderbarst verkaufen. Die geben richtig viel Cash. Und ja, das ist ja schön. Rezept Hochleistungssuppe. Macht nichts, die kennen wir schon. Nehmen wir trotzdem mit. Das Rezept kann man ja auch gut verkaufen, wenn man schon ein zweites Mal hat. So, lala. Was? Halt. Alte Sprachaufnahme noch eine. Ich kann nicht glauben, für welchen Unsinn sich die Nachrichten mittlerweile hergeben. Ein Meteor. Als ob in den nächsten Monaten wirklich irgendwas passiert. Erst mal abwarten. Bald geben sie bekannt, dass es eine Fehlmeldung ist. Wir werden auf keinen Fall in Panik verfallen. Wir lassen die Kinder in der Schule. Heute Abend wird der ganze Spuk wieder vorbei sein. Oh, gruselig. Gruselig, jein, ich würde sagen dumm. Aber es ist auch irgendwie verständlich, weil die Medien mittlerweile sind ja wirklich voll mit Schrott. Das kann man ja gar nicht mehr schönreden. Ne? Das ist es mittlerweile, muss man, egal, also ganz besonders, wenn es ums Internet geht, muss man wirklich aufpassen, was man da für Informationen kriegt. Ne? Die wollen ja einem wirklich, keine Ahnung, jeden Schwachsinn schon eigentlich irgendwie verkaufen, sage ich jetzt mal, ne? An Informationen. Und dann bist eigentlich du selber der Doofe, wenn es doch noch glaubst. Ne? Vor allem, da müsste noch eine zweite Aufnahme. Also, wir haben jetzt zwei von drei Aufnahmen. Es müsste noch irgendwo eine geben, oder? Aha, da oben vielleicht. Einen Campingstuhl. Na, hier ist erstaunlicherweise nichts. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte echt fest daran, dass es hier... Jetzt habe ich sie im anderen Gebäude übersehen. Ja, da habe ich tatsächlich was übersehen. Da oben. Hier. Klebeband. Elixit. War noch was? Magnesiumfackel. Da haben wir eh schon ganz wenige. Also zwei insgesamt jetzt. Ein Holzschild. Was haben wir hier? Antitoxin. Kleiner Heiltrank. Nochmal Antitoxin. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da was übersehen habe. Das wäre ja nicht verwunderlich bei dem Saustall, der hier ist. Schau. Gutes Messer zum Beispiel. Noch ein Besen. Hey, die hatten sogar eine Badewanne. Hm. War da oben nicht noch... Tut mir leid, dass ich da gerade so blöd herumsuche. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Klebeband haben. Klebeband. Danke. Das ist echt komisch. Wo ist dann die nächste Aufnahme?
Ich verdrödel Zeit. Gibt's es nicht wahrscheinlich. Und ich bin einfach 10-mal dran vorbeigelaufen. Egal. Den Besen nehmen wir noch mit. Egal. So, wo müssen wir hin? Da lang. So, Eureka. Ui, da ist ein Viech. Glaube ich. Es hat sich zumindest was bewegt gehabt. Nein, dann war es ein Schatten. Okay. Ui, aber da ist aber da was. Alter, du Viech. Ich habe den Buff vergessen, ne? Daraus wird nichts. So nicht. Achso, weil ich zu wenig Mana habe. Jetzt komme ich erst dahinter. Ui, da ist Gift. Das auch noch. Da haben wir Gift. Dann trinken wir schnell ein Mana-Tränkchen. Und dann kann ich mir vorstellen, kann man beides wieder recht gut nutzen. Ja! Na, da gehen wir lieber nicht, nicht hin. Da ist etwas dicke Luft. Wo brüllt denn da wer? Ich habe keine Ahnung. Wobei, wir können diese... Weiß jetzt Gift. Gift, ja. Aselsuppe hat Strahlungsresistenz mehr, ne? Irgendwie so. So. Die Hinterlassenschaft eines Verbannten. Hatten wir das jetzt schon? Hatten wir das schon mal? Ich glaube, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, weil... Vorfallsbericht, da haben wir auch noch was. Fluchtobjekt RHS-95. Objekt RHS-95 ist geflohen. Er hat es geschafft, die Wärter, die ihn für das nächste Experiment holen sollten, zu überwältigen. In seiner Zelle konnten wir nichts Auffälliges finden. Bis jetzt ist unklar, wie er aus dem Gebäude fliehen konnte. 3 Suchtrupps wurden losgeschickt, um ihn zu suchen. Schlechte Witterungsbedingungen. Nach mehreren Stunden Suche eingestellt. Mit Wärmebild alles abgesucht. Objekt ist in der Kälte gestorben. Oje. Wiederaufnahme der Arbeitsroutine. Naja, besser in Freiheit sterben oder wie? Saddoms Vertrag mit Ray, haben wir das schon gelesen? Der Alpkommander, den der Volksmund die Bestie von Xarkor nennt, soll durch meine Mitarbeit mit anderen Mitteln an der Ausführung seiner Mission in Edan gehindert werden. Ich verpflichte mich, alles mir Mögliche dafür zu tun. Ray, Outlaw, Tavas. Notiz an mich selbst. Das Zauberwort für den Gegenzauber für die Verwandlung vom Mensch in den Schakal ist Orion. Achso, das war die Geschichte. Das hatten wir auch schon. Verwittertes Bild. Schön. Da ist was versteckt. Hinweis an einen bestimmten Ort. Okay, haben wir alles? Missionen? Im Dunkeln. Ja, das wollen wir gerade machen. Geräusche im Dunkeln. Ah ja, das mit dem Holzfäller. Na gut, im Dunkeln. Ich schau nochmal hier durch. Ich glaube, die gehen uns an noch, oder? Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Können wir es nämlich schaffen vielleicht. Egal, warum du hier bist. Wenn du die Gelegenheit hast, kehr um. Wenn du das sagst, ich kann auf mich aufpassen. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Es ist nur ein Rat, von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Jetzt bist du dran. Ah ja. Das war ja. Stimmt. Aber ich glaube, das sind diesmal kein Problem mehr für uns. Diesmal sind wir die Stärkeren. So, weil beim letzten Mal haben sie uns ja umgebracht. Sehr gut. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Alter, wenn ich so weitermache, ne, mit diesen ganzen Buffs, werde ich noch verrecken. So, passt. Das war wirklich... Das mit der Heilung wollte ich gerade testen. Das war wirklich nur eine Schriftrolle. Das heißt, wir können jetzt die richtige Heilung ausrüsten. So. Mit den Buffs muss ich echt ein bisschen vorsichtig sein. Dafür ist unser Mana wirklich ein bisschen schwächlich.
So, gespeichert wurde auch. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umschauen, weil letztes Mal sind wir hier klickverreckt. Aber dieses Mal nicht. Könnte sein, dass hier auch schon einige verstorben sind. Elektroschrott, sehr gut. Und dass wir uns deshalb ein bisschen leichter tun vielleicht. Schlafsack, sonst nichts Besonderes, okay. Haben wir hier irgendwas? Fell, okay. Schaut nicht aus, ne? Irgendwie ist es hier so komisch leer. Und irgendwie ist da gar nichts. Als ob wir gar nicht hier sein sollten. Ich meine, sollten wir eh nicht wirklich. Wir sollten ja zu unserem Questziel. Naja, dann gehen wir weiter zu unserem Questziel. Heureka! Hui! Wow. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hui! Ui, da ist ein Teleporter. Da ist ein Teleporter. Oh, wie cool. Haben wir den schon? Ja, den haben wir schon. Ah, hier sind wir wieder. Wir sind eigentlich jetzt einmal schön im Kreis gelaufen. Sorry, tut mir leid dafür. Wir sind jetzt schön im Kreis gelaufen, aber jetzt werden wir uns zusammenreißen. Ich muss mich zusammenreißen. Und wir werden jetzt schnurstracks zur Insel gehen, wo wir schon seit dem vorigen Part hin wollten. Ja, das ist halt so mit einem Erkunden nebenbei, ne? Ja. Was will uns denn hier angehen? Habe ich gerade irgendwas fressen gehört? Nö, war eine Einbildung. Da, da, da. So, dann nix wie runter hier. Sehr gut, da haben wir Spinnengetier. Drehe euch. Zack, zack. Au. Au. Sehr gut, Kaya. So, immer schön her mit deinem Zeug. Dankeschön. So. Und weiter geht's. Hat sich schon gelohnt. Ein paar Viecher finden wir ja. In der Tat. Ui, was haben wir denn da? Elixidader. Na, die werden wir doch gleich mit. 20 Elixid. Sauber. Wunderbar. La 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 la. Ein Unhold. Aber zuerst machen wir die mal platt und dann machen wir den Unhold. So. Und tschüss. Bleib hinter mir. Schatzel, ich bin eigentlich der Mann. Ich soll dich beschützen, meine Süße. Aber ich natürlich bewundere ich deinen Heldenmut und dass du eine Bauerfrau bist, das wissen wir, dass wir auf so stehen. Aber trotzdem könnte ich es nicht ertragen, wenn meinem geliebten Schatz was passiert. So. Und weiter geht's. Ich glaube, ich sollte noch vorher einmal uns heilen tun. Ja, das ist cool. Ich mag das schon. Da vorne haben wir zwei Kritter. Die werden wir auch noch plätten. Ich weiß, die bringen nicht viel. Oh, da ist noch einer. Kritter. Au. Aber sie geben auch Items für uns. Sind da drüben jetzt wieder diese komischen, mutierten Menschen? Ich glaube, ne? Tja.
Wie sollten wir... Ui, da drüben geht's ab. Wir werden uns gleich nochmal heilen. Und wir werden sofort noch ein Mana-Tränkchen saufen. Und wir werden das Ganze jetzt mal speichern. So. Weil gespeichert haben wir heute noch gar nicht. Und das wäre echt schade, wenn wir da den Spielstand verlieren. Da wir doch ein bisschen was erreicht haben. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Halt. Ah, Setzerbrot. Ich dachte schon, hä, wo ist denn da was? Da haben wir, glaube ich, eine Giftdingens. Ja. Und ein Heilpflanze. Ui, das sind Viecher. Mei, wie schön, das sind Viecher. Kräuser. So. Die haben wir auch erledigt. Jetzt wäre gut, diesen Unhold zu klatschen. Dazu brauche ich wieder meine Feuerfaust. Also als erstes wäre vielleicht besser, den da, den Nachtschatten. Können wir den besiegen, ich hoffe. Ja, ist null Problem. Oh, der hat meine Frau geschlagen. Die Sau. Das machst du nicht nochmal. Du grausliches Viech, du. So. Dann werde ich gleich sofort nochmal speichern, weil da vorne, wir haben gesehen, da gibt es ja diese mutierten Menschen. Das könnte für uns eventuell ordentlich was aufs Fressbrett geben. Das wollen wir ja nicht. Hoppala, das war der falsche Buff, aber ist wurscht. So. Die werden jetzt ein bisschen aufs Maul kriegen, für dich. Da schmeißt er mit Steine, ne? Da werden wir ein bisschen abhauen probieren. Und ein bisschen Mana noch trinken. So. Da wäre es auch gut, wenn wir jetzt die mal ganz schnell verbrennen könnten. Wow. Der ist hin. So, jetzt können wir es mit dem Inhalt probieren. Aber man kann sagen, was man will, unsere Freundin ist echt stark. Okay, das Mana ist zu Ende schon wieder. Passt. So muss das ausschauen. 200 Erfahrungspunkte nochmal zusätzlich. Sehr, sehr gut. Da drüben war der Kritter, genau. Also Kaya ist halt echt eine coole. Das muss man sagen. Kaya ist wirklich eine coole Frau. Haben jetzt die beiden anderen auch umgebracht? Wenn, wo sind die verstorben? Keine Ahnung. Den müssen wir auch umhauen auf jeden Fall. Ein Verlorener, so heißt. Oh, entschuldige. Na, 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 du bleibst schön bei mir. Du gehst nicht ins Lager zurück. Wie soll denn ein Mann stark sein ohne sein Frauchen? So. La, 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 la. So, dann schauen wir uns doch mal die Hitten da an, oder? Beziehungsweise streunt außerhalb noch irgendein Xindel rum. Was das früher wohl mal war? Ein Haus. Da wohnen sogar noch die Bewohner drin. Auch wenn sie nicht mehr so schön sind. Noch einer? Knurren tut was. Da kommt er. Noch jemand? Nein. So. Das nehmen wir alles mit. Ein Becher, guter Becher, zweimal, sehr gut. Ich glaube, es ist schwer zu dunkel hier, ne? Ich muss auch schauen, ob sie ob es irgendeine Möglichkeit gibt, einen Zauber mit Licht zu lernen. Das wäre spitzenmäßig. Das nehmen wir alles mit. So.
Ist eigentlich schon interessant ein bisschen, ne? Wenn man bedenkt, so ein Mensch, der eigentlich doch recht viel aushält, möchte man sagen, ne? Der ist der Erste, der verreckt. Nummerierter Zettel 1, jawohl. Der ist eigentlich der Erste, der verreckt. Und so ein Becher kann solche Katastrophen problemlos überstehen. Wenn er nicht gerade zu Boden fällt und kaputt geht, ne? Ist schon ein bisschen komisch. Aber andererseits wieder logisch, weil er hat ja nichts Organisches, was sich da durch Atom und so weiter verändern könnte, ne? Also durch Strahlung. Ein Tresor. Kann man die stärken? Ich glaube ja. Sieben, fünf. Neun, acht. Schaff fast richtig. 7, 5, 9 hat echt schon gestimmt. Wie cool. Geht doch. Geht doch, jawohl. Klopapier und Zigaretten, das ist super. Das gehört unbedingt da rein. Der ist vor Langeweile gestorben. Das Skelett. Verstehe ich, der hat kein Elix gespielt, der ist selber schuld. Damals gab's das doch noch nicht. Da habt ihr recht. So. Das war das erste Spinnenviech. Das zweite Spinnenviech. Übrigens, diese Spinnenviecher, ein Traum für jeden, der Angst vor Spinnen hat. Es reichen schon die normalen dicken Spinnen. Müssen sie dann so groß sein wie einer, wie wir selber? Muss das sein? Ach ja. So, Eisenstangerle. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, hast du recht. Ulfas Tagebuch. Verboten. Diebstahl? Da wohnt wer? Oi. Nicht mehr. Wir sind zu spät, kommen, glaube ich, Syr tot. Warum sind die verstorben? Das ist aber nicht cool. Hörst du auf, meine Frau zu schlagen, du Arschloch? Sind jetzt drei Spinnen. Ja, sind's. Supi. Alles fein? Ich glaube schon. So. Ich wollte looten. Da ist er. Da sind wir zu spät gekommen, fürchte ich. Das ist mir jetzt aber sehr unangenehm. Kürs Tagebuch, das werden wir jetzt gleich lesen. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass es den nicht mehr stört, wenn wir sie jetzt ausrauben. Dann setzen wir uns einmal hin und lesen, oder? So, alles geht so nicht, ist klar. Man kann ihm jetzt nicht lesen, das geht nicht. So, also. Tagebücher lesen. Das ist immer sehr interessant. So, Ulfas Tagebuch. 2 Monate bin ich jetzt schon verbannt. Und ich merke jeden Tag, wie sehr mir das alte Leben fehlt. Warum nur musste ich aus Goliath geworfen werden? Bestimmt trägt man es mir noch immer nach, dass ich vor etlichen Jahren mit meinen Leuten vor Xarkor gescheitert bin. Aber es war ja auch nicht meine Idee, dieses dumme Weltenherz ausgerechnet vor der Haustür der Alps zu platzieren. Und jetzt? Jetzt schreibe ich diese Zeilen und frage mich, ob das der Lohn für all die Mühen sein soll. Zum Glück ist Kyr ebenfalls verbannt worden. Auf ihn konnte ich mich immer schon verlassen. Irgendwas stimmt mit Kyr nicht. Er ist ein junger Kerl und war nie für längere Zeit außerhalb Goliaths. Auch wenn unsere Lage übel ist, brauchen wir einen kühlen Kopf. Leider scheint er das nicht zu begreifen. Besser ich rede mal mit
Was? Besser, ich rede ihm mehr Mut ein. So war das, genau. Okay, langsam reicht es. Ich habe die Lebenserfahrung. Und er? Nix, gar nix. Dieser Hitzkopf versaut. Versaut noch alles. Mitten in der Nacht macht der Idiot ein Feuer an und bringt uns in Gefahr. Als ich ihm gesagt habe, er könnte gleich einen riesigen Pfeil aufstellen, der auf unsere Position zeigt, hat er mich einen alten Schisser genannt. Mich? Ich habe meine Waffe nur noch am Mann. Was? Ich habe meine Waffe nur noch am Mann, denn die Luft ist so dick, dass man sie in Scheiben schneiden könnte. Vielleicht sollte ich auch einfach... Alter, die haben sich gegenseitig umgebracht? Habe ich das jetzt so ungefähr richtig verstanden? Nummerierter Zettel. Alter Zettel aus einem Wohnhaus der alten Welt mit einer Nummer. 7. Gezerrt. Hinterlassenschaft des Verbannten. Erkenntnisse. Achso, das haben wir noch nicht gelesen gehabt. Nein, Entschuldigung. Gestern hatte ich eine wichtige Erkenntnis. Ich bereue meine Verbrechen und würde vieles ungeschehen machen, könnte ich noch einmal zurück. Ich weiß, dass wir Berserker an die Gegebenheiten anpassen, dass wir uns an die Gegebenheiten anpassen müssen, oder was? Ja. Wenn wir in dieser verfluchten Welt überleben wollen. Wir haben zwar einen guten Weg gefunden, doch ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Klar sieht man sich an, was wir hier in Edan aus dem Nichts und der Zerstörung erschaffen haben, kann man nur stolz drauf sein. Doch wird es immer schwieriger, den jungen Leuten zu vermitteln, lieber den Schwertkampf zu lernen und auf die Magie zu vertrauen, als den hochtechnisierten Versuchungen der anderen Völker zu erliegen. Der leichte Weg ist nicht immer der beste. Und unser Erfolg gibt uns ja auch recht, aber in Goliath spricht niemand darüber. Aber man merkt schon heute den inneren Konflikt, ich kann heute nicht lesen, den jeder von uns mit sich selbst austrägt. Am Ende werden wir uns selbst eingestehen müssen, dass das alte Gesetz in vielen Punkten längst überholt ist und erneuert werden muss, wenn wir unsere Gemeinschaft zusammenhalten wollen. Andernfalls wird die Anzahl der Verbannten hier unten im Tal noch drastisch steigen. Ich habe gerade gemerkt, dass der Part schon lange wieder Überlänge hat. Entschuldigung vielmals. Wir werden den Part beenden und im nächsten gleich noch das Tagebuch von Kyr lesen und dann passt das schon. Dann gehen wir weiter. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!